Probieren wir mal was für mich völlig Ungewöhnliches, nämlich eine 10-Minuten-Partie. Was hat man denn da im Angebot? 10 plus 3, können wir da eigentlich. Ah, da ist schon einer. Okay. Ja, also da habe ich gar keine Erfahrung mit. Muss aber lernen, die Nerven zu behalten. Das ist das Wichtigste. So. Mal gucken, wie es so läuft. Sizilianisch. So. Das war die Idee. Starkes Zentrum aufbauen. Er nimmt den. Den nehme ich mit. Und dann mit der Dame. Greifen wir die Dame an. Weiß gar nicht mehr so genau, wie das ging. Das ist ungewöhnlich, dass er dahin geht. Dann können wir eigentlich den Springer angreifen, ne? Wenn der Springer dann meinen Springer angreift, kann er nicht. Doch, kann er wohl. Dann könnte er hier hingehen. Was ist jetzt das Beste? Wenn ich den hier hin spiele, kommt er mit seinen Läufern. Ja, kann er sowieso machen. Überlegen. Ja, ich spiele so. Weiß nicht, ob das richtig ist. Wenn er jetzt mit seinem Läufer kommt, was er tut, könnte ich rochieren. Ja, mache ich auch. König erstmal in Sicherheit. Er geht mit dem Turm dahin. So, jetzt muss ich überlegen. Was machen wir jetzt? Den angreife, kann er da hingehen, dann schlage ich den, der hängt, er schlägt, ich schlage. Geht das? Nochmal, ich gehe hier hin, er greift den Springer nochmal an, ich nehme den Springer. Er kann auch erst. Nee, er wird mit der Dame nehmen. Dann nehme ich mal einen Läufer. Probieren wir das mal. Ich habe auch diese Möglichkeit, wenn der Springer weggeht. Okay, meine Dame ist jetzt im Zentrum des Turms. Das würde vielleicht gehen. Ja. So, wenn er jetzt nimmt, dann kann ich damit zurücknehmen und schütze gleichzeitig den Bauern hier. Ziemlich viel Zeit verbraucht, aber geht ja darum, Nerven zu behalten und nicht irgendwelche vorschnellen Züge zu machen, nur weil man meint, man hat keine Zeit. Und wenn ich auf Zeit verliere, verliere ich eben auf Zeit. So, den nehmen wir. Das war die Idee. Geht er mit der Dame weg, ist ein gutes Zeichen. Und ich könnte jetzt, der ist ja doppelt angegriffen. Puh. Ich kann immer noch nicht den Springer nehmen. Leider. Aber ich könnte hier hingehen. So. Jetzt ist der Springer wieder angegriffen.
Und mein Bauer ist doppelt gedeckt durch Läufer und Bauer. Okay. Mit dem Läufer nehmen oder mit dem Bauern? Ich nehme mit dem Bauern. Das zwingt ihn, mit dem Springer wegzugehen. Bin ein bisschen unterentwickelt hier unten. Das ist nicht so schön. So, jetzt geht er dahin, greift den Läufer an. Habe ich einen Schach? Ja. Aber kein gutes. Da kann er die Dame nehmen. Was ist, wenn ich hier einschlage? Unangenehm für ihn. Was ist, wenn ich erstmal Schach gebe? Kann er nehmen. Das wäre auch ein Schach. Den kann ich nicht mal nehmen. Muss ich aufpassen. Also muss ich hier weg. Zum Beispiel hierhin. Dann lasse ich den Bauern allerdings im Stich. Was kann ich denn noch machen? Gutes Schach habe ich nicht. Könnte mit dem König weg. Hier zum Beispiel. Wenn er dann nimmt, nehme ich damit. Aber sieht auch nicht so toll aus. Das hier wäre eine Möglichkeit. Mache ich auch. Wenn er jetzt tauscht, gewinnt er zwar einen Bauern, aber dann kann ich da einschlagen. So. Er gewinnt den Bauern da. Der hängt auch. Aber ich gewinne Aktivität. Und wenn er mit dem Turm nimmt, kann ich sogar mit der Dame hier Schach gehen und den Läufer hier angreifen. Den zieht er erstmal raus, schützt da diesen Bauern. Hat er gut gemacht. Ich muss auch unbedingt meine Figuren ins Spiel bringen. So, auch wenn mich das hier viel kostet. Wie ist das denn überhaupt für einen 1844er? Das spielt aber gut. Meine Bauern hängen alle. Er geht zurück. Den kann ich doch jetzt nehmen. Dann geht er allerdings mit der Dame dahin. Gibt es nicht was Besseres vielleicht? Vielleicht ein Schach? Ne, es geht nicht. Der hier hängt. Nehmen wir doch erstmal den. Jetzt habe ich immer noch einen Schach. Er geht dahin, okay. Wieder Damen tauschen. Jetzt könnte ich hier einen Schach geben oder hier einen Schach geben. Ich glaube, hier ist besser. Bedrohe ich nämlich gleichzeitig den hier. Dann geht er weg. Oder gefährde ich da meine Dame? Das ist auch hier juicy, würde man sagen. Ja. Kann ich das nutzen? Ich schlage jetzt erstmal hier ein.
Idee, vielleicht die Dame hier hinzuspielen. Ja. Jetzt nehmen wir den hier noch. So, und jetzt droht das hier. Er nimmt den. Ja, und schon haben wir den. Ne, haben wir nicht den Salat. Ich kann. So, spielen. Ist der Springer gefesselt? Oh, Mist, oder? Jetzt hat er den genommen. Schade. Nehmen wir den. Ah, ich habe viel mehr Zeit verbraucht als er. Jetzt ist, ich muss den hier noch ins Spiel bringen, den Springer. Fragt sich nur wie. Hier kann er nicht hin. Bringen wir ihn hier hin oder hier hin, da kann er ihn nehmen, hier kann er ihn auch nehmen. Da spielen wir ihn hier hin. Jetzt hat er allerdings einen Schach, ist nicht so angenehm. Gut, dann haue ich ab. Ist gar kein Schach, dann droht er nichts mit Abzugsschach. Ich habe aber auch einen Schach. Könnte zum Beispiel hier Schach geben. Dann ist der Springer angegriffen. Der König muss weg. Oder ich gehe hier hin. Wenn er dann den Springer mit dem Springer den Turm nimmt, hängt seine Dame. Ja, so. Die Dame steht ja ungeschützter. So, jetzt ist der Springer auch doppelt geschützt, weil der war ja durch den Turm auch angegriffen. Als nächstes könnte ich versuchen, seine Dame anzugreifen. Jetzt greift er erstmal meine an. Das können wir unterbinden. So. Noch steht es ja materiell ausgeglichen. Aber er hat viel mehr Zeit als ich und steht auch besser, würde ich sagen. Nie vergessen, ich habe hier einen Schach. Die Schachs sind ganz wichtig, vor allen Dingen so schnellen Spielen. Wenn er hier schlägt, kann ich zurückschlagen. Er muss ja mit dem Turm schlagen, schlägt mit meinem Turm zurück und er kann mit dem Springer nicht zurücknehmen, weil. Dann fehlt seine Dame. Und ich muss versuchen, jetzt zu vereinfachen, Figuren vom Brett zu holen. Die Türme stehen sich gegenüber. Was mir schon mal ganz gut gelingt, ist, die Nerven zu behalten. Ich habe hier keine zu schnellen Züge gemacht. Und der Gegner sehr gut spielt. Ja, ich sollte die Zeit nutzen. Also ich habe hier einen Schach. Geht er allerdings einfach weg. Ist mein Springer aus der Fesselung raus. Er geht dahin mit seinem
deiner Dame. Machen wir das mal. Den Schlechter greift die Dame an. Jetzt kann ich aber meinen Schach nehmen. Mein Turm ist ja gedeckt hier. Der Springer ist erobert. So, jetzt gibt er einen Schach. Ich habe nicht mehr viel Zeit, das ist das Blöde. Wo gehe ich hin? Hier gehe ich hin. Da hat er nicht sofort wieder ein neues Schach. Nächster Zug könnte der sein. Biete Damentausch an, bedrohe den Turm. Ja, das mache ich auch. Und bedrohe den Bauern jetzt hier. Mal gucken. Und es droht immer so ein Grundlinienmatt, falls der Turm die Grundlinie verlassen sollte. Er tauscht die Damen, ist in meinem Sinne. Oh, Schwarz hat aufgegeben, Weiß gewinnt.